Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem LineHD-Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich, liebe Freunde, Zuschauer und Abonnenten. Ja, LS22 Landwirtschaft oder vielleicht LS22 Feuerwehr oder doch besser LS22 Landwirtschaft und LS22 Feuerwehr? Was denkt ihr? Ich stehe jetzt hier an dem Huhstall, eigentlich für LS22 Landwirtschaft, ne? Kann man eigentlich gar nichts gegen sagen, oder? Wenn ich aber jetzt mal umschalte, habe ich LS22 Feuerwehr bzw. LS22 Rettungsdienst. Ja, und nochmal. Was denkt ihr, was es sein kann? Genau, ihr seht es richtig. Hallöchen und ich begrüße euch. Also, folgendes. Ich bin hier auf der Map Osbeck. Osbeck ist euch allen mit Sicherheit ein großer Begriff. Die kennt ihr alle. Ja, das ist ja so eine Feuerwehrkarte mit allem drum und dran. Aber man kann hier auch ein bisschen Landwirtschaft spielen. Ich habe heute Morgen, wo ich wach geworden bin, irgendwie so einen Schwall in meinem Kopf gehabt und meinte so, was könnte ich mal anders machen als sonst? Ich habe es immer so gemacht, dass ich auf meiner NF Marsch auf der Feuerwache stand, da rumgelaufen bin und irgendwie Büroarbeiten gemacht habe und keine Ahnung was, vielleicht Schläuche verräumt habe, Abendschutzgeräte geprüft habe, etc. Und dann kam irgendwann ein Alarm und dann bin ich dann zu meinen Autos und bin dann rausgefahren, habe den Alarm abgearbeitet. Dann habe ich jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen gestreamt, LS22 Landwirtschaft, auch auf der NF Marsch. Und bin dann mit dem Drescher erfolgreich auf drei Felder rumgeeckert, habe die abgeerntet das erste Mal und habe da irgendwie meinen Spaß gehabt mit abgefahren und Missionen erfüllt etc. pp. Alles nicht zu meiner vollen Befriedigung. Ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Lass ich mal vielleicht einfach die Landwirtschaft und das Feuerwehr zusammenlaufen, wie es auch wirklich in der Realität ist. Ja, natürlich nicht auf einer Vierfach-Map. Ich kann auf der NF Marsch, hätte ich es auch machen können, aber ich wollte eigentlich es so ein bisschen auf eine freiwillige Feuerwehrbasis machen, nicht auf der Berufsfeuerwehr. NF Marsch haben wir ja die Berufsfeuerwehr Frankstadt und dann auf der Landwirtschaft fahren wir da auf der NF Marsch spazieren mit unserem Drescher und mit unserem Traktor und alles. Aber ich wollte halt jetzt mal eine Karte machen, wo die Landwirtschaft mit der Feuerwehr zusammen ist oder die Feuerwehr mit der Landwirtschaft. Sucht euch aus. Natürlich auch den Rettungsdienst und auch die Polizei mit dabei. Also habe ich mal ein bisschen rumgesucht. Es gab, vier oder fünf Maps oder Karten, die gepasst hätten, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, da kannst du ein bisschen was machen. Aber da hätte ich wieder Gebäude abreißen müssen. Ich hätte wieder vielleicht Felder kaufen müssen und die dann ebnen müssen, um einfach Feuerwehrhäuser hinzustellen und daraus aufzubauen. Also habe ich rumgesucht und dann kam mir die Osbeck. Die Osbeck seht ihr jetzt vor mir. Da seht ihr sie. Dann habe ich mir überlegt, die ist eigentlich ganz lustig. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Man hat einen eigenen Hof mit einer BGA. Ich denke mal, ihr kennt die Osbeck schon mit einer großen Halle. Ja, die BGA ist hier drauf. Wir haben hier so ein bisschen Bienchen, Biene Maria und der Willi. Die machen auch hier und der Grashüpper, der fliegt ja auch hier rum. Ja, dann haben wir noch mal so ein bisschen eine BGA-Möglichkeit, wo wir so ein bisschen Silage produzieren können. Da oben haben wir unser Häuschen, unser privates Häuschen. Hier haben wir so ein paar kleine Schweinchen. Das sind, ich habe nichts gekauft, das ist schon so drauf. Also hier sind schon 5 Schweinchen von 108. Ja? Schweinchen Pick, Schweinchen Babe. Sieht eigentlich ganz süß aus, denn mit dem Ringelschwänzchen da hinten kommt eigentlich ganz cool. So, dann hört ihr es auch schon, wir haben auch nochmal Kühe hier. Habe ich auch nicht gekauft. Die Kühe sind schon Kuhstall groß. Sind eigentlich hier schon drin. Ihr seht, 6 von 80 Kühen sind drin. Ja, also ich habe nichts gekauft. Na komm, geh raus. Hallo. Das
Kiste da bitte raus, du Freak. Alter. Also ich habe sie nicht gekauft. Hier sind die Kühe, 6 Stück. Die sind schon automatisch drin. Ja, da ist so ein bisschen Nahrung, ein bisschen Milch, ist alles schon ein bisschen erreitet. Wie gesagt, habe ich nichts gekauft. Habe ich hier so übernommen. Also der Hof ist mir. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben hier auch so ein bisschen so eine größere Lagerhalle. Da steht es, wie gesagt, 2 Traktoren drin, die ich gekauft habe und auch ein Mähdrescher. Aber kein großes Equipment, weil hier brauchst du es echt nicht in groß. Das ist hier auf dieser Karte für den Hintern auf Deutsch gesagt. Ich habe so einen kleineren Klaas Lexion 8900. Der hat 18.000 Liter Kapazität. Reicht. Wir haben 2 Traktoren, dieselben, und zwar die 69er Action. Ob ich die behalte, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich es auch wieder runter machen, weil bei der Karte so riesen Dinger. Keine Ahnung. Wir haben, okay, das habe ich mir jetzt erlaubt, das 13,7 Meter lange Schneidwerk. Aber wahrscheinlich werde ich das auch abmachen, weil das ist riesig groß. Ich habe hier einen 22.500 Liter kleinen Anhänger von Klaas und ich habe den kleinen Ladeanhänger, den habe ich auch. Na, also ihr seht, das läuft alles, weil ich muss meinen Hund mal kurz runterlassen. So, genau. Mehr habe ich da nicht. Ich habe mir noch einen Rasenmäher habe ich noch gekauft, einen großen, weil ich auch eine größere Grasfläche habe, um hier mein Gras zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Schafe auf dem Hof habe. Ich müsste mal auf die Karte gucken. Ich glaube, ich habe gar keine Schafe, oder? Wir haben hier das Pharma, Gülle, Diesel, Tiere, sehe ich gerade, was ist das hier? Gewächshäuser gibt es hier auch. Wie gesagt, ich habe hier nichts gekauft. Ein Sägewerk gibt es, großes Gewächshaus. Also wir können schon ein bisschen mal produzieren und ein bisschen kaufen. Verkaufsstation, Ankaufsstation. Das war alles schon hier drauf. Ich nehme, ihr kennt die Karte, ich muss euch darüber nichts erzählen. Aber Fakt ist natürlich, klar, hier haben wir noch Hydrant, ein Restaurant. Ich habe mir dann, wie gesagt, überlegt, ich wollte eine Karte haben, wo man einmal realistisch spielen kann. Das heißt, ich werde zum Beispiel jetzt spontan meinen Drescher besetzen, fahre auf mein Feld. Mein Feld gehört Nummer 2, Nummer 1, Nummer 9, Nummer 3 und Nummer 12. Ja, das sind meine Felder. So, ich setze es mit meinem Drescher, fahre ich jetzt auf das Feld. Ja, und mache meine ganz normale Feldarbeit, wie sich das in der Realität sich gehört. Ja, ernte mein Hafer ab, ernte mein Weizen ab. Und wie das so wirklich ist, man steckt ja nicht drin bei einer freiwilligen Feuerwehr in einer kleinen Ortschaft wie Osbeck, kann es jederzeit alarmieren zu irgendwelchen Einsätzen. Und was werde ich machen? Ich werde dann entweder das Fahrzeug, was ich vor Ort habe, zum Beispiel meinen Traktor mit meinem Ladeanhänger oder mit meinem normalen Anhänger, dann muss ich halt meinen Traktor nehmen mit dem Anhänger. Entweder ist schon was drin oder ich koppel ihn ab, aber das wird wahrscheinlich zu lange dauern, und fahre dann mit dem Traktor, wie es in der Realität ist, zu meinem freiwilligen Feuerwehrhaus. Ja, ich habe ein freiwilliges Feuerwehrhaus. Das kennt ihr, denke ich mal, auch von der Osbeck. Wir werden jetzt mit dem Traktor auch da mal wirklich jetzt, und es gibt es keinen Einsatz, also nur zu, ich will euch das einfach nur mal zeigen. Ja, es gibt es keinen Einsatz. So, jetzt fahre ich mit meinem Traktor einfach mal zum Feuerwehrhaus. Ne? Ich weiß aber, wie gesagt, gar nicht, ob es hier wirklich nicht irgendwo doch, ich muss nochmal da hinten lang fahren. Schafe gibt es hier, glaube ich, gar nicht, ne? Ich muss gerade mal gucken, wartet mal, hier sind doch auch immer die Tiere drin, oder ist das hier nicht der Fall? Ach hier, Schweine und Kühe. Also es gibt noch keine Schafe, es gibt keine Enten, es gibt keine Ziegen, es gibt keine Hühner. Also das müsste man sich doch irgendwie organisieren. Ja, das ist hier so der Hof, da kommt vielleicht noch ein kleiner, mal sehen, ob wir da irgendwo einen kleinen Schafstall hinstellen können. Na, hier unten haben wir dann auch so ein bisschen mit Gülle. Ich finde die Osbeck sehr schön. Ich habe sie mir angeguckt, so als Singleplayer für so kleine Aktivitäten mit Feuerwehr. Hier haben wir so ein kleines Silo. Ja, reicht eigentlich. Nun kann ich es abrassen, könnte noch ein größeres hin, man brauche ich aber nicht. Für das bisschen, was ich vorhabe, reicht mir das eigentlich. So, jetzt fahre ich mit meinem Träger jetzt nicht aufs Feld, sondern wir fahren jetzt mal zum Feuerwehrhaus. Ja, hier haben wir die kleinen Schweinchen.
Hier kann ich im Notfall da hinten vielleicht noch einen Schafstall hinstellen. Mal gucken. Ja, hier haben wir keine Lagerfeuer. So, jetzt fahren wir einfach mal Richtung Feuerwehrhaus. Natürlich ist die Freiwillige Feuerwehr Frankstadt. Wir bleiben bei dem Namen Frankstadt. Wir werden nicht Osbeck umtaufen, weil diese Skenierung und Folierung der Fahrzeuge hat jetzt keinen Nerv gehabt. Das wäre zu viel gewesen. Wer sich die Osbeck gerne angucken möchte, guckt sich einfach über YouTube vielleicht ein Video an, wie die Osbeck auf. Da gibt es genug Kollegen oder Streamer, die die Osbeck vorgestellt haben. Das muss ich hier jetzt nicht mehr machen. Ja, hier sind wunderschöne Häuschen, die mir echt gefallen. Man kann hier viele, viele Einsätze machen. Das ist wirklich wahr. Ich habe mir halt überlegt, es sieht halt cool aus. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt unser Feuerwehrhaus. Ja, ich stelle jetzt mal ganz brav hier meine Trecker dahin. So, machen wir mal aus. Was ich mir gleich überlegt habe, wie gesagt, es geht hier um eine freiwillige Feuerwehr. Wir machen keine Berufsfeuerwehr, nicht auf der Osbeck. Eine freiwillige Feuerwehr, wie es in der Realität ist. Du arbeitest in deinem Job, du gehst zur Schule, du bist Student, du bist am Einkaufen und dann klingelt der Melder und dann bist du als freiwilliger Feuerwehrmann, freiwillige Feuerwehrfrau, setzt dich in dein Auto, in deinen Traktor, auf dein Fahrrad, auf dein Moped, was auch immer und fährst natürlich dann zu deiner freiwilligen Feuerwehr. Und das ist hier auch der Fall. Das Feuerwehrhaus steht schon da. Was ich noch gemacht habe, ist hier Freiwillige Feuerwehr und das Name Frankstadt. Weil das ist ja unser Name, ne? So, was wir machen, ich zeige euch jetzt mal die Autoschienen. Wir haben natürlich einen guten Fuhrpark. Der Bürgermeister mag uns natürlich, ne? Ganz klar. Wir haben das Wichtigste erreicht. Alles, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Cäsar mache, geht das dann trotzdem? Ach, geht sogar, seht ihr? Ich bin jetzt natürlich noch in meinem Look. Natürlich bin ich nicht umgezogen als Feuerwehrmann. So, ihr seht's, Standardfahrzeuge. Wir haben unseren KDOW. Der bleibt auch KDOW. Nummernschild ist klar. Ostbeck und dann FW 110, der KDOW. Der steht hier in der Feuerwache. Ja, wenn ein Einsatz ist, dann kann man den besetzen. Dann fährt der Einsatzleiter oder der Stadtbrandinspektor fährt dann mit seinem Auto schön. Fährt er dann an die Einsatzstelle. Oder wir machen vielleicht auch mal Einsatzleiter vom Dienst. Dann ist der Zugführer vom Dienst, der kann sich dann das Auto setzen, nimmt damit nach Hause und ist dann fährt dann von zu Hause direkt an die Einsatzstelle. So, dann haben wir unseren ELW, unseren ELW 1. Den haben wir dann auch besetzt. Den fahren wir auch raus. Ich konnte nicht den Mercedes Sprinter ELW nehmen, weil den nur einmal zu folieren geht und nicht zwei, dreimal. So, hier haben wir das große Haarlef, das 1,46. Ja, das kennt ihr alle. Jetzt muss ich direkt mal hinten was gucken. Ne. Also wir haben hier unser Feuerwehr HLF. Ja, der letzte, der den gefahren hat, ist ein sehr weit nach hinten gefahren. Das müssen wir mal wieder ändern. Wir haben unsere Drehleiter. Die bleibt natürlich da. 32, 23, 12. Ne? Wir haben unser TLF 4000. Das bleibt natürlich auch hier, natürlich hier mit der Bezeichnung Freiwillige Feuerwehr Frankstadt. Ja, das haben wir natürlich auch. Und natürlich, das muss ja sein. Es ist unser Kran da. Ja, den Kran, der gehört einfach zur Feuerwehr dazu. Und natürlich den Wechsellader mit AB Rüst beladen aktuell. Aber natürlich kann ja auch mal irgendwelche Großschadenslagen kommen, wie Scheunenbrand, was weiß ich, irgendwie größere Feuer. Ja, dann brauchen wir natürlich Schläuche, wir brauchen natürlich Wasser. Ne? Wasser haben wir natürlich wie Sand am Meer. Was ich mir überlegt habe, ich habe mir dann einfach erlaubt, hier hinten kommt der normale Hubschrauber. Ja? So, der Hubschrauber kann immer noch landen. Ohne Probleme. Was ich gemacht habe, ich habe hier meine kleine, so eine kleine Halle hingestellt. Ja, die vier Abrollbehälter. Schaum, Löschwasser, AB Umwelt und AB Schlauch. Das ist alles da. Ja, also dann können wir das wirklich hier, dann fährt das Wechsellader, was wir brauchen, fährt dann hierher, stellt hier den AB Rüst ab. Holt sich den AB Schlauch, AB Umwelt, AB Löschwasser oder AB Schaum, was gebraucht wird, und fährt mit seinem Auto an die Einsatzstelle. Dieses Fahrzeug ist ja ganz normal, ist ja so oder so immer im zweiten Marsch ist das ja, wird das natürlich dann eingesetzt. Ich denke mal, es gefällt mir sehr gut. Man kann hier viele schöne Einsätze machen. Und viele sich einfallen lassen. Wie gesagt, es ist einfach die Realität. Natürlich muss ich dann ins
Feuerwehrhaus und muss mich dann auch natürlich umziehen. Ja, also ich habe meine tägliche Arbeitskleidung an, um hier meine Landwirtschaft zu machen. Und wenn es natürlich dann klingelt und der Melder geht, wie es in der Freiwilligen Feuerwehr ja üblich ist, nicht bei der Berufsfeuerwehr, gehen wir natürlich in unser Feuerwehrhaus. Ne? Und gehen natürlich dann, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Umkleiden waren. Das werde ich jetzt, glaube ich, nie finden, wo die Umkleiden sind. Umkleiden. Die waren doch hier auch irgendwo. Hallo, Umkleide. Nein. Habe ich nie gesehen. Wartet mal, Leute, die Umkleiden, die Umkleiden. Wo waren die Umkleiden? Ich bin jetzt ganz, ganz böse. Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt Umkleiden. Glaube ich, habe es auch, glaube ich, gesehen. Ah, hier auch nicht. Hier ist der Eingangsbereich. Hier sind lauter Büros und Dings. Da ist auch ein Büro. Nein. Da bin ich jetzt besoffen oder was? Sind denn die blöden Umkleiden? Ach, da sind sie. Da. Seid ihr, ich hab sie gesehen. Da sind sie. Ne? Also gehen wir natürlich dann auch hier rein. Ja, und wenn es mal ein Einsatz wäre, ich mache es einfach mal vor. Ganz klar, ne? Gehen wir hin, in den Kleiderschrank. Und dann werden wir natürlich auch, wie sich das gehört für einen Feuerwehrmann, werden wir natürlich unsere Feuerwehrkleidung auch anziehen. Ne? Oder wenn wir Übung haben oder so. Hier haben wir ja diesen Kleiderschrank, den haben wir hier. Und natürlich gibt es jetzt auch als fertige Montur. Hier hast du dann die Hosen. Ja, hier würden wir jetzt noch die Jacke, dann, zum Beispiel ein T-Shirt. Es kommt noch hier, habt ihr fertigen Feuerwehrmann. Ja, jetzt können wir die Jacke noch draufziehen. Ich weiß es gar nicht. Einen Helm gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Ne, seht ihr einen Feuerwehrhelm? Können wir den hier anziehen? Nein, natürlich nicht. Also ihr seht, hier Feuerwehrmann angezogen und dann könnten wir rausgehen, könnten unseren Einsatz machen. Ja, so wären wir jetzt ausgekleidet und könnten jetzt loslaufen und könnten unseren Einsatz machen. Wie es auch möglich in der Realität ist. So werden wir das natürlich auch hier machen. Na? Und auch hier mein Cabbie wieder. Farbe wählen, ist ganz klar, mal wieder hin. Auswählen. So, und dann bestätigen. Und dann sind wir fertig. Ne? Also ihr seht, wir haben das richtig realistisch, will ich das gerne machen. Ja, Tür wieder zu. Und dann können wir hier ganz realistisch arbeiten. Und dann machen wir unsere Einsätze. Und wenn die Einsätze rum ist, machen wir unsere Arbeit wieder. Unsere tägliche Arbeit. Ob das jetzt Feldarbeit ist, ob das vielleicht an den Kühen irgendwas ist, ob das bei den Schweinen ist, ob wir gerade einen Schafstall bauen, einen Hühnerstall. Keine Ahnung. Alles das ist das, was ich gerne machen möchte. Hier gibt es natürlich Einsätze. Es gibt Einsätze, fertige Einsätze auf der Karte. Die werde ich jetzt nicht zeigen. Ich werde eigene Einsätze machen und so weiter und so fort. Ja? Also das ist das, was ich gerne machen wollte. Und wenn einer Interesse hat, diese Ospecs sich anzugucken, dann guckt sie euch einfach an. Ja? Und dann wisst ihr, wie die Karte aussieht. Also, ha, ganz schlimm. Ich bin ja böse. Ich hau hier ab. Und hallo? Kann ja jeder die Feuerwehrautos klauen. Das machen wir natürlich nicht, ne? So. Ihr seht, unsere Feuerwehr ist voll funktionsfähig. Und ich habe mir überlegt, dass ich da einfach mal Lust drauf habe. Ich wollte mal so ein bisschen realistisch bin. Weil ich spiele entweder Landwirtschaftssimulator auf der NF Marsch mit meinem Trecker und so drum und dran. Oder spielt LS22 Feuerwehr auch auf der NF Marsch. Aber mal so realistisch spielen, wie sich das eigentlich wirklich in der Realität, wirklich in der Freiwilligen Feuerwehr ist. Ob ihr arbeitet, Schule seid, was auch immer, ich habe es ja vorhin erklärt. Und dann alarmiert. Und dann muss man halt danach hinfahren. Dann fährt man mit seinem Auto, Fahrrad, Moped, Auto, oder Traktor, fährt man hierher, macht alles und dann fährt man ordnungsgemäß seine Einsätze. Ich habe da Lust drauf. Ja. Und ich denke mal, es wird bestimmt ganz lustig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, ob euch das gefallen würde, ob ihr da Lust drauf habt, da mitzumachen oder mitzugucken. Ja, der ist ganz schön groß, ne? Wie auf dieser Karte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hole mir einen kleineren. Aber okay, das wäre so meine Idee. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch das gefallen würde. Ich persönlich finde es eigentlich total nice. Ich habe da Bock drauf. Mal was ganz anderes. Ich werde weiterhin auf der NF-Marsch natürlich. Vielleicht die Berufsfeuerwehr spielen. Aber ich denke mal, vielleicht mache ich einfach erstmal hier die ganzen Einsätze durch.
oder spiele hier erstmal ein bisschen Einsatz, weil Landwirtschaft und Feuerwehr, dann erfülle ich beide Wünsche für mich, weil ich spiele ja gerne Landwirtschaftssimulator, aber ich spiele auch gerne Feuerwehr. Und für euch hätte man mit einem Schlag beides. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, lasst mal Likes da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Würde mich riesig freuen. Ich sage einfach Dankeschön von der Freiwilligen Feuerwehr Frankstadt auf der NF-Marsch, beziehungsweise auf der Ostbeck-Map, aber es ist ja natürlich die Frankstadt, ja, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und bei mir auf dem Kanal gibt es sowas wie Videos. Wenn ihr Bock habt, schreibt es rein. Ich sage euch schon mal Danke, das wäre es gewesen. Und dann schauen wir mal, was die Tage das so bringt. Ich wünsche euch noch angenehm einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Sage ich tschö mit Ö, ciao, Kakao und Arrivederci. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.